Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Ja, was gestern schon auffiel, ist, dass er mit Maske deutlich flotter lief. Er ließ sich auch antraben. Ohne Maske war das Ganze gar nicht möglich. Das heißt also, da tippe ich auch auf eine Empfindlichkeit. Und dann müssen wir mal schauen. Ja. Sehr schön. Gut so. So, ich tippe auch auf irgendeine allergische Reaktion, weil er auch deutlich jetzt über Nacht in der Flanke an Umfang verloren hat. Hier geht es jetzt auch nicht um Schiefe und um Sonstiges, sondern hier geht es jetzt wirklich darum, kann man das Kopfschlagen ausschalten durch ehrliches Vorwärtsgehen. Das heißt also auch, ich gucke immer irgendwie, ob es auch mit der Lunge etwas zu tun hat, weil das, was in Gang kommt im Trab und im Galopp, ist natürlich die Lunge, ist der ganze Herzkreislauf. Aber erstmal tippe ich auf Kiefergelenk, Facettengelenk oder wirklich was noch an den Zehen. Und Tier ab. So, ich lasse ihn jetzt ganz normal hier gehen, mache noch nicht viel Druck. Da sieht man ganz leicht das Schnicken. Komm, das Schnicken, er möchte dann auch nicht mehr vorwärts gehen. Fein, ich sage ihm jetzt einfach, du sollst trotzdem vorwärts gehen. Jawohl. Gebe ihm ganz, ganz leichte Impulse. Komm. So, und ich gucke jetzt einfach ganz vorsichtig. Fein. Ist es vielleicht einfach auch eine, ja, vielleicht durch frühere Schlaufzügelarbeit, einfach Muster, die da reinkommen. So, ist schön. Und der hat Angst vor der Peitsche, das sieht man auch. Hat man gestern schon gesehen. Fein, Burschen, fein. Komm mal her, komm. Ja, ich weiß, ne? Das sind auch immer blöde Sachen. So, ist schön. Guter Junge, fein. Du, pass auf, wenn du nicht so ziehst, dann passe ich ganz, ganz doll auf. Ich versuche so vorsichtig zu sein, wie es geht. Aber ansonsten, wenn ich wirklich ein Reitpferd habe, was lernen soll, dem Zug am Gebiss oder das Anstehen am Gebiss nachzugehen, bringt es mir nichts, wenn ich es auf Kappzaum mache. Wenn man es googelt, dann würde man unter Trigeminusneuralgie schauen. Und die Trigeminusneuralgie, die kann natürlich durch verschiedene Sachen hervorgerufen werden. Ja, der Nerv kann geklemmt werden, weil irgendwo Schwellungen sind. Er kaut gerade zufrieden, das finde ich schön. Er hat jetzt keinen Speichelfluss. Super machst du das. So, gut so. Ich werde ihn jetzt einfach mal traben lassen und gucken, was passiert. Ob es auch Momente gibt, wo er wirklich entspannt geht oder ob das nur Horror ist. Da ist das Schnicken. Und Tier ab. Komm. Wisch, wisch. Fein, komm. So, und da merkt man, da will er antraben, pariert wieder durch. Fein. Super. Ich bin ganz vorsichtig. Hopp, hopp. Ja, ganz vorsichtig. Ja. Fein. Ja. So, und da kommt man, da hört man dieses Schnauben. Fein. Super.
obwohl die Bewegung theoretisch gesehen da ist. Hopp, hopp. Ja, ich mache nichts, ich mache nichts. Ja. Ja, schüttel dich. Ja, schüttel und schnaub dich mal aus. Hopp. Ich habe ihn jetzt ganz leicht angenommen hier innen. Und man sieht, es kommt sofort die Bremse. Das kann wirklich auch reingeritten sein. Mensch, was bist du für ein Feiner. Ja. Ja, toll. Ja, es wurde alles untersucht. Augen, Ohren, Nüstern. Und es wurde nichts gefunden. Und trotzdem ist halt diese Symptomatik da. Ich würde jetzt einfach mal sagen, von den Anfangsrunden her zu jetzt wird es deutlich besser. Ich bin gespannt, wie es rechts wird. Super! Entspanntes Kauen, Schlecken. Er beißt sich jetzt nicht drauf. Ganz entspannt. Also mit dem Schmerzmittel ist er zumindest deutlich gehfreudiger, aber halt entspannt gehfreudig. Geh mal hinaus. Feiner, guter Junge. Geh mal hinaus. Drifte mal weg von mir. Drifte mal weg von mir. Genau. Klasse. So, ich versuche mir ganz leicht, ganz, ganz leicht zu führen. Ganz leicht wegweiser. Toll. Ganz leicht wegweiser zu machen. Ja, fein. Guter Junge. So, ich lasse ihn hier einfach ausprobieren. Ja, ja, toll. Wenn er sich hier nach innen leicht anbietet, toll. Gebe ich sofort nach. Geh hinaus. Super machst du das. Klasse. So, die Momente, wo er hier wirklich nach innen weich macht, da muss ich ganz blitzschnell sein. So wie jetzt. Dass er sofort merkt, wow, wenn ich nach innen gucke, ist das richtig, richtig toll. Prima machst du das. Hier, 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 hier. Gucken. Gucken. Ja, toll. So, und das ist wirklich ein langes, langes Training, wenn es an eine Phobie gekoppelt ist oder an Todesangst, weil man mal keine Luft gekriegt hat, wenn man zu eng gepackt wurde. Ja, toll. So ist schön. Na, siehst du wohl. Klasse, klasse. Bleib hier. Ja. So. Ich möchte, dass, wenn er an meiner Hand zieht, dann sage ich ihm, oh, das möchte ich nicht so gerne. Ich konnte ihn jetzt auch, musste ihn nicht mehr nachtreiben, wie wir es auf der anderen Hand die ersten Runden hatten, dass, wenn ich ihn angenommen habe, dass er da sofort die Bremse reinzieht. Das war jetzt auch gar nicht mehr. Er ist einfach sein Turn gelaufen. Fein. Super. Hey, klasse gemacht. Toll. Ganz große Klasse. Komm mal her. Hast ja genug Spielraum hier, ne? Komm mal her. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. So, so Bewegung ist da. Willst du noch einen haben? Hier. Willst du noch einen haben? Komm mal her, komm mal her. Komm mal, Großer, komm. Hier, komm mal her. Ja, komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ah ja, in die Richtung geht es schwer. Sieht man hier, da kommt er nicht rum. Aber das ist halt etwas, das könnte ein Problem sein in den Facettengelenken. Wurde beim Röntgen, glaube ich, auch eine kleine Auffälligkeit festgestellt. Es hieß aber trotzdem alles ohne Befund. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, es ist schon eine Kleinigkeit bei einem jungen Pferd da, dann ist das natürlich ein, zwei Jahre weiter vielleicht keine Kleinigkeit mehr. Und das ist immer eine Ausdrucksweise, die finde ich ganz traurig. Die erlebe ich aber heute auch ganz viel. Wenn man versucht, ein Pferd zu kaufen und ein TÜV, dann heißt es immer ohne Befund. Und wenn man sich denn mal die Röntgenbilder selber anguckt, sieht man zum Beispiel schon eine Gelenkspaltverschmälerung im Knie oder in einem Fesselgelenk. Aber es heißt ohne Befund, weil es ja momentan keine Probleme macht. Und das finde ich ist ganz traurig. Ah!
Ja, ich habe einmal umgeschnallt. Ich habe jetzt die Verschnallung gewählt, die so ein bisschen ausbindermäßig ist, also dass ich ihn ein bisschen nach innen stellen könnte, wenn ich wollte. Ich hoffe, dass das jetzt nicht eine falsche Entscheidung war. Und ich habe das Mützchen aufgesetzt. Für mich ist es jetzt so, dass ich die Augen gerne ein bisschen schützen möchte und dass ich auch den Windzug ein bisschen schützen möchte. Komm, komm, komm. Yoshi, Yoshi. Ja! Kann ich ein bisschen mehr einwirken. Klasse! Super! Ja, super! Klasse! Kauen und Schlecken, ganz toll. So, hier merke ich jetzt ein bisschen Gegenwehr. Ich denke, im Trab wird es doller. Aber auch hier gucke ich einfach, ob ich ihn ein paar Runden traben lassen kann, um zu gucken, wie es wird. Klasse, mein Junge, prima. So, probierst du mal aus. Ich versuche ganz weich zu sein, okay? Ja, toll. Und hier ab. Komm. So, jetzt möchte er wieder nicht mehr antraben. Könnte an der Verschnallung liegen. Nee. Guck mal hier zur Seite. Ja, fein. Super. So, komm, wir probieren es aus. Tirap. Hopp. Hopp, hopp. Komm. Hopp, hopp. Super. Ja, komm, komm, komm. Ich laufe ein bisschen mit. Ich versuche ganz weich zu sein. So, jetzt muss er erstmal ausprobieren, wo er hin soll. Jetzt hat er es geschnallt. Super. Jetzt hat er gemerkt, dass er nicht bremsen soll. Ja. Sondern, dass er mir hier folgt. Gucken, wann er es weiter umsetzen kann. Komm, komm. Komm. Huschi, huschi. Ja. So, und auch das soll er merken, dass das nicht schlimm ist, wenn ich ihn hier leicht annehme. Ja, fein. So, das sind also wirklich so ausweich, da, hier, fein. Gut. Das sind wirklich so Ausweichmechanismen. Fein, fein. Hier. Hopp, hier ab. So, ist er fein. Gut. Super. Und wenn es erstmal der Weg in die Tiefe ist, ist das auch nicht schlimm. Fein. Klasse. Schau mal. Super. Und ich hole ihn hier ganz leicht. Kommt der rum, gebe ich nach. Ich hole ihn mir wieder leicht. Na komm, komm mal ein ganz bisschen hoch. So, toll. Prima machst du das. Und dass er die Zeichen versteht und man vorher aber noch mal kontrollieren lässt, wirklich alles kontrollieren lässt. Ja, fein. Super, toll. Das finde ich jetzt ganz toll. Jetzt verkriecht er sich nicht, schlägt aber auch nicht hoch. Fein, toll. Das sind gute Momente. Der Schweif ist nicht geklemmt. Hopp, hopp. Jetzt gerade wieder. Ach, toll. Super, großer, fein. Ja, das mache ich gleich wieder ab. Toll. So richtig, richtig schön. Er zieht immer weniger hier in. Kommt hier jetzt, ach schön. Obwohl wir auf der Pferdeseite waren, ist er mir hier gefolgt. Das ist aber schön. Das ist richtig schön. Ach schön. Guck mal. Cool. Toll machst du das, Quibi. Toll, toll, toll. Ne? Wenn du hier ganz leicht Kontakt kriegst, du musst keine Biegung machen, keine Stellung machen, einfach nur andeuten, dass du mir folgen würdest. So, und das ist etwas, das kann man mit jedem Pferd üben, auch wenn es Arthrose in der Halswirbelsäule hat. Man muss die Bewegung nicht ausführen und die Stellung übertreiben. Man muss quasi nur es so hinkriegen, dass das Pferd nachgeben würde, damit es so locker im Genick ist und sich nicht festmacht. Und das ist das, was ich gerne mit Quibi üben möchte. Fein. So, kein Schnicken, kein Kopfschlagen. Das ist jetzt ein nach außen gucken, ein nach außen ziehen. Das würde ich jetzt mal in eine andere Rubrik packen.
Fein. Klasse. Also richtig gut, damit hätte ich nicht gerechnet nach den ersten Runden. Und da sieht man aber auch mal wieder, wie wichtig das ist, dass man halt einfach auch mal den Pferden Zeit lässt und nicht sagt, oh je, das sieht ganz schrecklich aus. Ich muss sofort wieder aufhören, weil so nimmt man denen jegliche Möglichkeit, sich selber einzufinden, selber auszuprobieren. Und das ist, glaube ich, ganz häufig, was passiert, wenn man einfach sieht, oh je, das hat doch Schmerzen, da muss man aufhören. Vielleicht hatte er mal Schmerzen und muss jetzt erstmal rausfinden, dass das gar nicht mehr so ist. Ja, also von der Gelassenheit her, vom Gemüt her, glaube ich, kann sich jeder wirklich nur so einen wünschen. Also er ist hier neu, er kennt uns nicht. Stellt sich hier jetzt einfach hin, da stehen die Pferde, da ist der andere und er steht hier einfach und wartet darauf, was man mit ihm macht. Also ich glaube, besser geht es gar nicht. Hm? Du? Ja. Hm? Jetzt darfst du nur nicht ein Riesenproblem haben, ne? Ich glaube, dann bist du ein richtiges Traumpferd. Hm. Gut, ne? Na komm. Toller Körperbau auch. Genau meine Größe. Ja. Du, so ein Feiner, ne? Na komm. Ja, die Besitzerin hat sich wohl mal vor kurzem versucht, nur über seinen Rücken zu lehnen. Und da ist er wohl gleich losgebockt. Also, das Gleiche habe ich gestern eigentlich mit dem Physiopad erwartet. Ist aber gar nichts passiert. Da ist er mich aber riesig überrascht jetzt, ne? Ja. Riesig überrascht hast du mich. Ja, richtig toll. Ja, der letzte Tag für Quibi, du und mich ist da. Besitzerin kommt hoffentlich gleich, dass Quibi nicht noch so viel tun muss. Ich bin richtig begeistert. Gestern ging das Ganze ja wirklich mit Kopfschlagen los. Er hat immer noch seine Stellen schmerzempfindlich. Das muss natürlich abgeklärt werden. Aber ich glaube, es ist auch wirklich ein Verhaltensmuster, was da mit antrainiert ist. Weil ich habe heute schon kein Kopfschlagen jetzt gehabt. Nur mal kurz so ein kleines Schnicken. Und er bietet sich auf der linken Hand schon richtig schön an. Und ich habe ihn jetzt gerade auf rechts genommen, um auch einmal eben, bevor die Besitzerin da ist, zu gucken, wie es heute ist. Es ist viel wärmer, es ist ein bisschen Gewitterluft. Das heißt, die Luft bewegt sich mehr als an kalten Tagen. Und das ist natürlich für so Headshaker-Symptome ganz, ganz schlimm. Und auch hier ist er eben schon ganz entspannt gegangen. So ist er schön. Und ich glaube einfach, wenn er lernt, dass er keine Angst haben muss, dass er nicht eingerollt wird, dass er nicht, ja, Atemnot haben muss. Man hört es richtig manchmal, wie er einfach schwer schluckt und so stößt, so rausstößt. Und umso mehr er mitkriegt, ich mache gar nichts, umso ruhiger wird es und er kaut und schleckt. Fein, super. So, er guckt nach außen. Ich sage ihm ganz leicht, ja, ach, komm doch hier zu mir. Super, toll. So kann er erstmal ausprobieren den Weg nach ganz unten. Das wird sich dann mit der Zeit legen. Bringst du deine Lungen ein bisschen in Gang, dein Kreislauf. So, und was ich ganz irre finde, ist, er ist ja gekommen und hatte so in der Unterhaut wie so kleine Beulen. Also es waren alles so kleine, ja, wie so kleine Lymphblasen, will ich es mal nennen. Wirklich unter der Haut. Und ich gebe ihm jetzt seit gestern ein Antiallergikum. Und es wird wirklich deutlich besser. So das ganze Unterhautgewebe wird besser. Und das finde ich richtig toll. Klasse machst du das. Ei, prima. Ganz große Klasse. Komm wieder ein bisschen hier. Komm. Ja, toll. Ganz große Klasse. Toll. Wenn das wirklich nur eine allergische Reaktion ist,
Er hat da seine Schmerzpunkte, na klar. Aber wenn dieses Kopfschlagen eine allergische Reaktion ist, was man mit Antiallergikum und vielleicht Weglassen von gewissen Futtermitteln das erreicht, dann geht's doch gar nicht besser. Hallo! Alles gut, ich will nur eine Decke holen. So, schön eingepackt, geht's weiter. Na komm. So, also das erste Mal longieren gestern sah zuerst so aus, noch viel schlimmer als das, was hier beim Vorführen war. Also das war wirklich nur Kopfgeschlage. Ja. Und auch so dieses Reinspringen in den Galopp und wieder hochschlagen. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen ausprobiert. Ich hatte zuerst den Kappzaum drauf. Ja. Und hatte oben auf den Nasenrücken verschnallt. Das ging gar nicht. Okay. Ist ja ganz empfindlich. Und ich glaube, es ist so ein Mix bei ihm. Okay. Er hat wirklich drei ganz große Schmerzpunkte, wenn man die palpiert. Da ist er jeden Tag weggegangen, auch mit Schmerzmittel. Was mit Schmerzmittel deutlich besser ist, ist sein Vorwärtsdrang. Und dass er lockerer ist, das hat aber gestern nichts an dem Schütteln geändert. Also mit Schmerzmittel hat er das zu Anfang genauso gemacht. Dann habe ich mit ihm ein paar Zeichen abgesprochen. Und plötzlich hat er aufgehört zu schütteln. Aber das sagte ich ja auch. Mit dem Schmerzmittel haben wir ja auch probiert. Ja. Das war kein Unterschied. Nein. Es bewirkt sicherlich irgendwas an diesen Schmerzpunkten. Ja. Aber es macht nichts wegen dem Schütteln. Da glaube ich wirklich, dass er mal Atemnot hatte. Vielleicht, wenn er mal zusammengepackt wurde oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt mit ihm, weil ich mir nicht sicher war, mit der Halswirbelsäule, ob da wirklich Probleme jetzt drin sind, weil es wirklich wehtut, verlange ich keine extreme Stellung und Biegung. Aber ich verlange von ihm, dass er weich wird. Ja. Ohne Netz, also über die Augen, schnickt er öfter. Mit Netz macht er das ganz, ganz wenig. Und auch nur, wenn ich ihn mal ein bisschen annehme oder er nach außen zieht. Und er fängt nach einer Zeit wirklich an zu kauen und zu schlecken, normal zu atmen. Und gestern hatte er halt noch richtig violettes Zahnfleisch unten. Ach Gott. Aber nicht, weil er Atemnot hatte, sondern ich glaube, weil er einfach Stress drückt, den Unterhals drückt. Ja. Aber das passt ja auch zu dem hohen Angaloppieren, den Hals rausdrücken, was ja eigentlich nicht Und ich hatte schon mal ein Pferd, das war ein richtiger Sterngucker, der ging ganz weit oben, war ein Schlauchzügelpferd. Und dem habe ich beigebracht, mit der Nase ganz unten zu gehen. Ja. Und daraus hat sich dann aber wirklich eine Mitte entwickelt. Also, aber erstmal mussten sie ja lernen, die können auch noch was anderes. Ja. Fein. Super. Bei außen auch wieder komplett locker, ne? Außen habe ich ganz, ganz weg. Und ich bin hier auch in meiner inneren Hand, wenn er jetzt nach außen guckt, dann ziehe ich ihn mir nicht, sondern ich spiele ihn mir ganz fein. Jetzt fängt er an zu kauen und zu schlecken. Ja. Und gleich kommt er ganz nach innen. Okay. Fein. Und dann sage ich toll. Ja. So. Ganz viel hole ich ihn nicht, weil ich halt nicht weiß, inwieweit. Da, super! So. Und wenn er sich jetzt hier anbietet nach innen, dann lobe ich ihn und mache wirklich einmal ganz weg. Ja. Dass er merkt, ey, das ist ja toll. Und was ich hier gestern ganz zu Anfang hatte, war halt entweder dieses hektische Rennen oder wenn ich ihn mir geholt habe, dieses sofort durchparieren wollen. Ja, toll! So, dass er einfach lernt, in die Tiefe zu gehen, wenn ich hier was mache. Oder in der zweiten Instanz dann halt zu kommen, hier, ne? In Innenstellung. Fein. Also was ich jetzt auch Unterschied sehe, ist, dass er auch nicht mit der Nase richtig in den Sand geht. Das hat er auch eine Zeit lang gemacht. Der hat sich ja fast so hier reingetreten. Ja. Ich habe ihm jetzt seit gestern Antiallergikum gegeben. Ja. Diese Quaddeln sind weg. Ja. Er ist auch ein bisschen
weniger geworden, weil das ganze Gewebswasser auch rausgekommen ist. Okay. Das wäre jetzt halt für zu Hause etwas, dass man alles quasi weglässt, genauso macht wie hier, weil jetzt schüttelt er nicht. So, und dieses Hochschlagen hat er jetzt seitdem gar nicht mehr gemacht. Und heute ist er sofort so losgegangen. Also so ohne irgendwas. Der hat eben überhaupt nicht geschüttelt. Komm. Schüttel. Ja, du, komm, die Runde schaffen wir jetzt auch noch. So, und das ist das, was ich halt wollte. Nichtsdestotrotz, glaube ich, müsste man vielleicht noch mal, ich zeige aber auch gleich, warum, sein temporales Muskel, der oben über den Augen sitzt, ist ganz ungleichmäßig. Rechts ist viel, viel deutlicher ausgeprägt als links. Okay. Wie kann sowas entstehen? Durch ein Trauma oder tatsächlich durch schlechtes Handling? Also ich bin wirklich der Ansicht, dass es was Gemischtes ist. Einmal traumatische Erlebnisse, dass er sich immer frei machen muss. Vielleicht aber auch traumatisch, weil er muss das ja schon länger gehabt haben. Ja. Ich weiß nicht, wann hat das denn angefangen? Also richtig so extrem nach diesem Beritt. Und der Beritt, wo ich auch das Video von dem Turnier habe, also sechsjährig. Ja. So, und aus diesem Video hat man ja schon gesehen, dass da irgendwie der Sitz ja nicht ganz so und die Einwirkung auch nicht. Ja, das sagte ich ja, genau. Man hat auch schon gesehen, dass er eigentlich da auch immer schon nach außen oder sowas gehen wollte. Das war ja sehr viel nach sehr gehalten. Genau, das meinte ich ja. Ne? Mhm. Und das war in dem Moment gar nicht nötig, weil er vorne ging, man hätte gar nicht so halten müssen. Ich hole ihn hier ganz, ganz leicht nach innen. Ja. Auf der Seite hat er nicht so viel Bewegung nach innen, weil da tut es ihm weh, wenn es knautscht. Ja. Ich mache das aber trotzdem ganz, ganz leicht hier. Und sobald er nachgibt, Ansätze zeigt, nicht mehr zu ziehen, gebe ich einmal, mache ich weg. Okay. Fein. Super, hier. So, jetzt hole ich ihn mir hier wieder. Hier. Super, klasse. Weiter. Super. So, und auch hier ist jetzt kein Schlagen. Ja. Super machst du das. Klasse. Ich glaube auch, dass diese Schenkeltrense, ne, das war auch meine Idee, die kann ich verrutschen, er kann spielen, aber die kann ich im Maul an den Zähnen vorbeischlottern, dass das einfach besser ist. Und ich mache ja auch mit dem Nasenriemen gar nichts. Also das, ne? Pferde, die Zahnprobleme oder Probleme mit dem Kiefergelenk haben, die kriegen richtig Probleme, wenn sie das Maul so weit aufmachen. Okay. Fein. Hier. Komm mal rum hier. So, ich wollte eigentlich nur, dass man sieht, da ist nichts mit großem Kopfschlagen. Nee, aber weil die Angst halt jetzt irgendwie weg ist, dass ich hier irgendwas Brutales mache. Ja. Aber ich kann hier jetzt richtig annehmen. Fein. Und er kommt dann einfach. Ja. Ohne. So, jetzt guckt er nach außen. Jetzt sage ich, nein, du sollst hier hingucken und der guckt hier hin. Ja. Und er hat ja, also nicht nur dieses Kopfschlagen, der hat ja dann auch vorne so nach vorne ausgetreten, im Laufen, ne? Ja. Genau. Das ist aber halt wirklich dieses typische Headshaking auch, okay, ne? Und so. Okay, wenn er die Trense anhat und er hat geschwitzt oder fängt an zu schwitzen, dann macht er das auch ganz extrem. Ja. Weil dieses Leder, das findet er auch ganz unangenehm, wenn das dann, der Schweiß dann läuft. Das ist aber so, sind halt so ganz typische Phänomene bei den Pferden. Ich habe es jetzt auch gehabt, wenn ich ihn einsprühen wollte, dass das Einsprühen, dieses auf seine Haut treffen, dass er das ganz... Oh. Mhm. Und wenn man ihn abspritzen will, also mir ist aufgefallen, dass er auf der linken Seite weicht. Ne? Ja. Rechts bleibt er stehen, das findet er angenehm, auch wenn man so die Sattellage, also da, wo der Gurt sitzt, mal eben so ein bisschen... Wenn das so heiß ist, dann bleibt er stehen, das ist kein Problem. Und sobald man auf die linke Seite, also wechselt und rumgeht auf die linke Seite, weicht er weg, dreht sich sofort wieder rum. Ne? Da muss man also so ein bisschen tricky arbeiten. Ja. Das zeigt mir auch, dass da was nicht stimmt auf der Seite. Er macht ja nichts falsch. Also das ist ja ein Erschrecken oder es war jetzt unangenehm. Das da war ja ruhig. Er darf ja dann auch weichen, er darf mir auch zeigen, das will ich nicht. Ne? Und das ist mir eben auch ganz extrem aufgefallen nach dieser Episode,
dass der eben immer meint, er macht was falsch und er kriegt jetzt Haue, so ungefähr. Ne? Sagt, du kriegst keine Haue, das ist doch nicht schlimm, mach doch einfach. Ne? Aber das ist mir auch aufgefallen. Er meint immer, er kriegt eine Bestrafung. Mhm. Ne? Mhm. Also das war also wirklich ganz irre, weil als ich hier angefangen habe mit dem Gebiss gestern, das war die erste Viertelstunde, wirst du im Film sehen. Das habe ich gedacht, oh je. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, so jetzt warte ich erstmal ab und lass ihn einfach traben und ganz vorsichtig und mache gar nichts und lass ihn einfach mal. Nur dann wurde das Stück um Stück mehr. Der hat angefangen zu atmen, hat geschnaubt, geschnaubt und dann wurde es gut. Und dann haben wir halt diese Hilfengebung. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das so weitermacht, dass man jetzt nicht übertrieben was verlangt, aber weich werden im Genick. Und man muss jetzt natürlich gucken, welche Baustellen veranlassen ihn zum Schütteln. Ja. Zum einen glaube ich wirklich Allergie. Ich würde mal über ein Allergiemittel nachdenken. Dann habe ich halt ihn hier Heu, Hafer und unser Müsli gegeben. Und sonst nichts. Also keine Extras wie irgendwelche verdauungsfördernden Mittel oder sonstiges. Nee, kriegt er auch nicht. Der kriegt auch nur das Müsli, was ich dir gesagt habe. Und Hafer von klein auf immer. Ja. Und Heu. Mehr kriegt er auch nicht. Nee. Und der kriegt mal eine Möhre dazu oder so, aber das war's auch. Jetzt müsste man natürlich gucken, wenn er das jetzt hier ablegt, das Schütteln. Wenn er jetzt bei dir wieder anfangen sollte, bei der Arbeit, dann müsste man natürlich gucken, was ist bei dir anders? Hat er bei dir Stroh? Ja, der hat Stroh. Und das vermute ich nämlich auch, weil ganz viele Schimmelsporen ja auch im Stroh sind. Es ist ja nicht das Stroh, was gezüchtet wird, sage ich mal so, sondern das Korn. Genau. Und ich sehe das auch so. Also die meisten haben ja jetzt auch dieses Gerstenstroh. Und ja, Gerste ist für Füchse sowieso meistens ganz schwierig. Ja, und das ist halt das, was der Stall anbietet. Ne? Und bevor ich jetzt hingekommen bin, habe ich auch darüber nachgedacht, weil die anderen stehen auch auf Späne. Und ich hatte ja diesen Hustinettenbär, der stand immer auf Späne. Ihn auch umzustellen, weil das ist könnte sein, das ist das schon, weil es wird wirklich jetzt, es waren ja jetzt nur 3 Tage und es wird stetig besser. Ja. Er hat jetzt nicht geschüttelt, man hätte jetzt theoretisch gesehen, mit ihm kann man das erarbeiten und sich dann auch draufsetzen. Aber das würde ich halt abchecken lassen. Das haben ja ganz viele Pferde, die dann halt einfach so empfindlich sind. Ja. Die haben so Symptome wie so Muskelkater. Ja. Muskelkater-Pferde mögen das auch nicht, wenn da was draufkommt. Und da gibt es halt auch Kuren für. Ja. Ne? So, und bei ihm ist, glaube ich, ganz oben der Juckreiz, Angst und wirklich Schmerzbaustellen. Ja. Aber Schmerzen machen Angst bei Fluchttieren. Ja. Ne? Das ist auch so. Ja. Wobei ich aber auch glaube, wirklich, dass da wirklich was schiefgelaufen ist in Form von, ich bestrafe dich jetzt, wenn du das nicht machst. Also und das war vorhin schon krass. Ja. Und der hat wahrscheinlich einen auf die Mütze gekriegt, wenn ich nicht dabei war, wenn er sich gejuckt hat. Ne? Ja. Das reicht ja schon, wirklich drauf zu sitzen und die Zügel hochzuziehen, wenn einer einfach mal sich am Bein ein bisschen juckelt. Ja. Ne? Das ist ja schon brutal. Einmal den Insterburger sagt man ja, einfach hochzuziehen. Das, wenn ich dabei war, habe ich gesagt, lass es. Lass es sofort sein. Das darf der, ne? Gut, wenn ich nicht dabei war, habe ich es nicht mitgekriegt. Und das merkt man auch, dass er da unsicher ist. Genau in diesem Punkt. Ne? Ja. Das Kiefergelenk hier oben brauche ich gar nicht drücken. Ich habe das aber jeden Tag mehrmals gemacht, weil ich immer denke, Zufall. Ist aber kein Zufall. Und das ist auf der anderen Seite gar nicht? Auf der anderen Seite ist das Kiefergelenk nicht druckempfindlich, aber die Kauleiste. Du musst doch was sagen, wenn dir das wehtut. Aber wenn es wirklich nur daran liegt, dann wäre es... Das wäre Zucker. Aber es ist deutlich, ja. Also wenn man die Augen so zumacht, fühlt man das auch. Kost da ab, ne? Ja. So, was... wir konnten ihn hier satteln, alles. Wir haben überhaupt gar keine Reaktion gekriegt. Also es hat er alles... Wir haben ihn da draußen gemacht. Ich habe ihn heute Morgen hier drinnen aufgesattelt. Ja. Das war alles gar kein Problem. Auch Gurten ist, glaube ich, nicht das Problem. Ne? Nein, weil den Longiergurt hat man ja auch. Ja. So, und auch wenn du hier gleich mal rüberfühlst, auf beiden Seiten, das mag er auch nicht wirklich, aber du wirst es auch fühlen. Mhm. Aber er hat ja jetzt keinen Sattel drauf gehabt. Hat keinen Sattel drauf gehabt. Anderthalb Jahre nicht. Mhm. Also am Sattel kann es jetzt nicht gelegen. Nein, das kann es jetzt nicht. Wenn du den Sattel aber drauflegst, weißt du, woher das gekommen ist. Das ist gestaut.
ist ganz geknautscht und gestaut. Auf der anderen Seite auch. Wenn er das jetzt macht, wenn er jetzt stehen bleibt. Ja, ja, das haben wir gemacht. So von der Breite her ist das gar kein Ding, von der Sattelkammer her. Okay. Ja, das sehe ich auch. Ne? Also das brauche ich auch gar nicht drunter fühlen, das sehe ich auch. Ja. War mir auch klar. Nur für mich war wichtig, ist die grundsätzliche Form für ihn. Aber ich glaube, es muss einer sein, der hier vorne noch ein bisschen weiter zurückgeht, also dass er die Schulter noch ein bisschen freier hat, weiß also, ich nicht. Ich persönlich halte davon gar nichts. Okay. Ja. So, und wenn ich mir jetzt mal überlege, ich habe ein Springpferd und habe einen Springsattel, dann gehen die Pauschen beabsichtigt vorne übers Schulterblatt. Ja. Weil das Schulterblatt soll sich da drunter wegdrehen. Ja. Und ich bin der Meinung, ein Springpferd braucht eigentlich viel mehr Schulterfreiheit als ein Dressurpferd. Ja, na klar, der muss ja irgendwie mal hoch. Ne? Und deswegen sage ich mir, ist das wieder irgendwie alles nur theoretische Mode mit diesem zurückgeschnittenen Blatt fürs Dressurpferd. Okay. Das klemmt sich dann hinter die Schulter und die eckt da immer an und macht voll die Beulen. Mhm. Also ich musste wirklich gerade nehmen, deshalb war dieser Sattel auch immer optimal für ihn, gerade und wenig Pausche und ne, schön nah ran. So, und das wollte ich eigentlich, ich wollte das nur ausprobieren, ich wollte mich nicht draufsetzen. Ja, ja. Ich wollte das nur wissen, perspektivisch, was braucht er für einen Sattel? Ich bin kein Meter weiter, mit dem Steigen bringt das keinen Sinn. Ich wollte Ihm auf dem Rücken wirklich weh, weil wenn man unter den Rückenpolstern lang geht, die sind A, ganz schmal und die haben wirklich ganz viel Druck auf dem Rücken. Ja. Diese modernen neuen Sättel, die sind vorne alle so flach. Ja. Und egal wie man die hinlegt, die drücken von oben auf den Trapezmuskel drauf. So, und dann hat man diese netten Löcher. Ja. Ich sehe es auch bei den Pferden, wenn die Dressur laufen und die nehmen dann die Sättel runter, dann sieht man die Kuh. Ja. Man sieht die sofort. Ne? Ja. Und jeder Sattler mich für blöd erklärte, ich hatte den neu gekauft. Und ich immer, ich kriege den immer hinten in den Rücken geknallt. Mhm. Das kann doch nicht richtig sein. Ja. Und die haben den angeschnallt und haben gesagt, oh, wieso, das liegt doch. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Und dann hatte ich einen Sattler, den habe ich wirklich, der kam hunderte von Kilometern, aber das war ein Dressurreiter. Ja. Und der kam und ich habe dann mal nichts mehr gesagt, weil ich habe einfach nur den Sattel hingelegt und gesagt, so, ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich habe schon gedacht, ich bin blöd, weil ich habe mir schon so einen Keil gebaut aus Schaumstoff. Ja. Ja, einfach so eine Schaumstoffunterlage, die dann entsprechend ein bisschen das abfederte, ein bisschen hier hinten höher ging, weil mir jeder sagte, er liegt doch optimal. So. Und der legte den Sattel drauf und sagte, nee, das geht gar nicht. Nee. So, weil er eben auch vom Reiten kommt, ne? Und der machte das dann, sagt er, ich komme jetzt, ich nehme mir die Zeit, wird gelongiert, es wird geritten, ich will einfach sehen. Und der lag optimal. Ja, also das war echt ein Träumchen. Ne? Ja. So, und sowas möchte ich halt für ihn auch gerne haben. Also ich denke auch, es gibt ja viele Modelle. Mhm. Euroriding, also gibt es auch viele Modelle. Ja. Ich würde wirklich immer gucken, dass er im ungegurteten Zustand nirgendwo drückt. Ja. Diese französischen Kissen zum Beispiel, die ja auch so modern sind, ja, habe ich hier gemerkt, ist irgendwie wie so Schlittenkufen auf dem Rücken. Ja. Die machen eine ganz kleine, schmale Auflagefläche und die meisten Pferde haben Probleme damit. Zumindest die, die hierher kommen. Und das sagte die Sattlerin. Ich habe eine ganz junge Sattlerin kommen lassen, die gerade so fertig war. Und das sagte die auch sofort. Die sagte, nee, französische Kissen hält sie auch nicht von. Ja. So, das heißt also, man muss das, was die sagen, man muss den erstmal einreiten, das muss ich erstmal setzen. Ja. Warum muss ich denn mein Pferd quälen? Ja. Dann kann ich es auch platt drücken und dann ist gut. Genau, und ich kaufe mir auch die Schuhe nicht eine Nummer kleiner und laufe die jetzt ein. Ja, genau. Das höre ich nämlich bei Eisen öfter. Ne? Und ich habe halt einfach nur das im Kopf gehabt und ich habe ja auch ein paar Sattler hier gehabt, alleine für Bourbon. Und wenn ich sehe, wie die dann draufgelegt werden, die schieben die irgendwie von oben mit Druck runter und alle Pferde gehen eigentlich schon. Das stimmt. Das ist so. Und da habe ich gedacht, wenn das bei ihm jetzt der Fall gewesen wäre, dann ist das, wie ich ihn jetzt hier kennenlernen durfte, kein Wunder, dass der gleich sagt, oh, Hilfe. Nein, nein, also wir haben das nicht gemacht und die junge Sattlerin hat das auch nicht gemacht. Aber der den Sattel nachgebessert hat, der hat es gemacht. Also ich persönlich liebe Tiefsitzer. Ja. Das hat man automatisch, wenn man hochgekammert hat. Für mich ist hochgekammert eigentlich immer wichtig, weil ich habe meinen hochgekammerten Sattel, den kann ich auf schmal legen, den kann ich auf Hochwiderriss legen, den kann ich irgendwie auf alles legen.
Für ihn war er jetzt zu schmal. Ich tue mich da echt schwer. Habt ihr da, dass man einfach mal kommt, wenn Sattler hier in der Nähe ist oder so? Bei euch ist oder haben so? Wir gar nicht. Habt ihr gar nicht? Nein, haben wir gar nicht. Und das Einzige, was ich wirklich mache, ist, dass ich in jedem Video oder auch so zeige, wo ich fühlen wollte. Und ich glaube wirklich, dass man als Besitzer das fühlen kann und auch fühlen lernen muss. Ja. Weil man muss es sich mal überlegen. Es ist ja jetzt nicht unbedingt ein Sattler, der kommt, der selber reitet, der überhaupt irgendwas mit dem Pferd zu tun hat. Es ist ein Verkäufer, ganz doof gesagt. Genau. So, und so ein Verkäufer hat, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, 100% Marge an einem Sattel. Ach so. Okay. Das heißt also, es ist doch besser, er verkauft dir einen 4.000-Euro-Sattel als einen 1.500-Euro-Sattel. Ja, obwohl der besser liegen würde. So, und diese ganzen hochmodernen Sättel, finde ich momentan, ist eine absolute Fehlkonstruktion. Mhm. Auf theoretisch guter Basis, schnell weg vom Rücken, Schwerpunkt weit vorne. Mhm. Aber ich kann nicht meinen Schwerpunkt nach vorne setzen und vorne alles blockieren. Den Reiter auch da vorne irgendwie hinsetzen. Ja, das ist ja kontraproduktiv. Das funktioniert alles nicht. Das geht nur mit Springreiter. Ja, schon, der Senior war auch so empfindlich im Rücken. Der fing schon an das Kotzen, wenn ich den Sattel nur draufgelegt habe. Dann stand der schon so da. Ja. Der ging keinen Meter nach vorne. Ja. Also, da brauche ich gar nicht draufsteigen. Dann ist doch sinnvoll. Halt, ne? Dann reite ich ohne Sattel. Ja. Ist das so. Genau. So, nun kannst du, Süßer. Nun musst du wieder weg. Hopp, hopp. So, ist er fein. Komm vor. Komm vor, komm. Hoppi, hoppi. Fein, na prima. Und weiter, komm. Ja, da ist was drin. Toll. Klasse gemacht. Super. So, geh mal weiter vor. Hoppi, hoppi. Fein. Moment. Jo, Stange ist hinter. Okay, danke. Da nicht für? Prima, super. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Ja, jetzt geht's nach Hause für Quibidu. Es ist ein richtig tolles Pferd, ehrlich. Schade, dass der solche Erfahrungen machen musste und dass jetzt gerade irgendwas nicht so richtig stimmt. Ich hoffe, dass wir das in den Griff kriegen können. Er hat eine tolle Besitzerin, die wirklich alles tut. Und wir haben jetzt abgesprochen, dass er erstmal auch ein Antiallergikum kriegt, dass man das Stroh weglässt, weil es sind einfach so die Dinge, die er hier nicht hat. Und jetzt sein Schütteln einfach auch nachlässt. Er bereit ist mitzuarbeiten. Die Zähne werden nochmal kontrolliert, weil doch wirklich der Stirnmuskel, der für den Unterkiefer zuständig ist, der ist ganz ungleich ausgeprägt. Und da kann man schon auf eine Kaudisbalance, vielleicht wenig Backenkontakt, Schiefstellung durch vielleicht nicht sachgemäß behandelte oder zu lange Behandlungsabstände an den Zehen, dass da einfach eine Schiefe reingekommen ist. Wenn das natürlich der Grund dafür ist, warum er seit 2 Jahren nicht mehr geritten werden kann, weil er so massiv headshaked, das wäre natürlich traumhaft, wenn man das mit solchen Mitteln abstellen kann. Und wenn das so wäre, dann würden wir ihn irgendwann zum Reittraining hier wiedersehen. Und ja, ich freue mich. Ich würde ihm am liebsten gar nicht hergeben, aber ist halt so. Die Besitzerin freut sich zumindest. Das hat er heute richtig toll gemacht. Ja, ich gucke mal, ich gucke mal, ich gucke mal. Ja, viel Spaß. So. So. Nach dem Aufenthalt auf Hof Eicheneck hat auch Arianes Tierärztin Rabea Quibidu nochmals genau durchgecheckt und daraufhin seine Zähne behandelt. Der imposante Wallach hat sich seither so gut entwickelt, dass sich seine Besitzerin schon darauf gefreut hat, bald wieder auf ihm reiten zu können. Als sie dann jedoch einige Tage im Urlaub war und sich jemand aus ihrem Stall dazu berufen fühlte, Quibi mit einer Kinnkette zu longieren, war danach kein Rankommen mehr an den hier so braven Wallach. Das bestätigte auch Arianes Tierärztin, die nachfolgend nochmal zu Hilfe gerufen wurde.
Phoebes Besitzerin hat nun nach zweimaligem Wechsel einen Stall gefunden, in dem sie alleine mit ihrem Wallach wieder ganz von vorne anfangen kann. Wir wünschen den beiden alles nur erdenklich Gute und sind gespannt, was sie in einigen Monaten zu berichten haben.